Wenn du neu auf dem Kanal bist, wirst du sofort diesen Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben, weil mir brechend kalt ist. Das gibt es nicht, alter Verwalter. Viel Spaß beim Video. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bringe ich euch den Sommer zurück. Ich mache heute eine Ausfahrt mit dem Roller. Für die Leute, die im Moment nicht fahren oder ihren Roller, ihr Motorrad abgemeldet haben. Ja, ich fahre für euch, ich friere für euch. Genießt das Video, lehnt euch zurück. Gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben für, ja, für das Frieren. Und ein Abo wäre cool. Auf jeden Fall ist es jetzt hier also 2 Grad. Die Tour, die wir heute machen, da wird es auch stellenweise viel, viel kälter, weil ich bergauf fahre. Ja, geplant sind so circa 80 Kilometer. Ich habe natürlich resettet den Tageskilometerzähler. Somit können wir dann genau gucken, ja, wie lange war ich denn unterwegs. Zu meinen Klamotten. Ich habe an eine lange Unterhose. Natürlich habe ich auch eine Unterhose an. Lange Unterbox drüber. Dann noch eine drüber. Und ja, und dann hier so eine Bikerhose. Dann oben ein Unterhemd, ein T-Shirt, ein Pulli. Noch, also ein Fließpulli darüber und eine, ja, hier so eine Bikerjacke. So, von den Temperaturen geht's. Schuhe sind Lederschuhe. Für die, die es kennen, natürlich Leder Air Max, die besten, die es gibt für den Winter. Aber die Fußspitzen jetzt noch 2 Kilometern sind schon relativ kühl. Ja, dann schalte ich jetzt immer mal wieder rein und genießt es, Leute. Genießt es einfach. Ja? Jetzt hier die Sequenz hier mit dem dreckigen Schmuddelbus. Das schneide ich alles raus schön. Und gleich sind wir schön am Wasser. Schnee sehen wir. Und deshalb viel Spaß. Also der Medley stand jetzt seit dem 25. abends, dem 12. 25. 12. abends bis heute den 2.1. draußen. Wir hatten die ganze Zeit Temperaturen um die 0 Grad, also nachts auch mal minus 2. Und viele machen sich ja da immer Sorgen, ne? Springt das Teil an oder ist das so und die Batterie? Nein, gar kein Problem. Ja, das Teil ist sofort angesprungen, so wie immer auch. Und ich bin da ein ziemlich entspannter Typ, also ja. Gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt nicht unbedingt auf den Roller angewiesen bin, ne? Ich habe ja noch ein Auto und deswegen mache ich mir da, glaube ich, eher weniger Gedanken. Und ja, genau, falls sich die Leute fragen, ein Einkaufswagen, weil, ja, was sind das für Handschuhe und die scheinen ja ziemlich warm zu sein. Leute, die sind wirklich warm, die sind echt gut, aber eigentlich ist jeder Handschuh gut, jeder Winterhandschuh, wenn man darunter Unterziehhandschuhe anzieht. Ja, ich habe Unterziehhandschuhe aus dem Decathlon, das sind so diese ganz dünnen Joggerhandschuhe. Die habe ich jetzt darunter. Und also ich will jetzt ehrlich sein, ne? Also kommentiert am besten gar nichts dazu, wenn es geht. Die Handschuhe kosten 10 Euro bei Amazon. Leute, eigentlich wollte ich ein Video über die Handschuhe machen. Ja, was taugen 10 Euro, also können 10 Euro Handschuhe gut sein? Alter Schwede, also jetzt, also mal vom Sicherheitsaspekt abgesehen, das kann ich nicht testen, das will ich natürlich auch nicht testen, wenn ich mich da auf den Appel lege. Aber, Leute, das sind echt Lederhandschuhe, also steht zumindest mal drauf. Und die sind warm, für einen Zehner, die sind bequem, die sind einwandfrei. Also ich weiß nicht, was man an denen noch auszusetzen hat. Die sind wirklich gut. Und jetzt kommen natürlich welche. Ja, dann schicken wir den Link rüber. Also ich habe mal reingeschaut, weil ich mir die nochmal holen wollte, weil die lösen sich ein bisschen hier oben schon auf und so. Aber für einen Zehner,
Aber die sind leider nicht vorrätig. Also die scheinen nicht mehr da zu sein. Ich verlinke sie trotzdem mal und da könnt ihr immer mal reingucken, ja, sind die noch da? Und ja, ihr wisst, was ich meine, ne? So, also 1 Grad haben wir jetzt schon, ne? Das wird gleich viel, viel kälter. Ich habe ja schon einige Videos gemacht, wo man das hier im Sonnenschein, schön im Sommer alles gesehen hat, ne? Der Rhein, ne? Auch die Weinberge, die sind allerdings auf der anderen Seite, da fahren wir später lang. Und da müsst ihr euch mal reinziehen, wie hässlich das jetzt hier aussieht. Das sieht ja so hässlich aus. Ich würde niemals jemandem sagen, dass ich hier wohne. Aber im Sommer traumhaft, gell? Und, oh, Blitzer. Oh. Junge, Junge, das ist, wenn man sich hier so verplappert, gell? Dann das Gaspedal, also Gaspedal, den Gashahn zieht man dann so, ich halte ihn jetzt, so, man wird immer schneller mit der Zeit, könnt ihr das sehen? So unbewusst, unbemerkt, weil der Roller auch so leise ist, ne? Oh, da, natürlich, wenn jetzt vorne keine Autos gewesen wären, wäre ich volle Lotte da reingerauscht. Wurdet ihr schon mal geblitzt mit dem Moped? Und wenn ja, habt ihr da was, kam da Post zu euch oder wie läuft das da so richtig ab? Ich meine, ich will es nicht provozieren, das Blitzen, weil ja, man muss es ja nicht. Aber würde mich mal interessieren, schreibt es mal unten rein. Also, es ist schon kalt, ne? Wenn du so mit 90 Sachen hier fährst, also der Wind, der findet seinen Weg. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich glaube, so, sogar durch den Hosenstall fliegt der gerade. Und ich sehe meinen Atem im Helm. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Also das Visier beschlägt nicht, weil das ja ein Pinlock-Visier ist, ja. Aber ich sehe meinen Atem da drin. Ja, das sieht schon komisch aus. Also es ist wirklich brechend kalt, ne? Es gibt sogar eine Tabelle. Mal gucken, ob ich sie finde. Wenn ich sie finde, blende ich die jetzt ein und guckt euch die Tabelle einfach mal an. Je schneller man fährt, desto kälter ist es ja gefühlt, ist ja klar, ne, der Wind und so weiter. Und das ist ziemlich interessant, wie kalt das auch wirklich ist. Und also irgendwie kommt mir das jetzt hier so ein bisschen monoton vor, so 15 Minuten jetzt noch geradeaus. Also so sah es auf Maps gar nicht aus. Die Route habe ich mir selbst ausgesucht, weil auf der Strecke ein Aussichtspunkt ist. Und ja. Aber gut, nichtsdestotrotz, da sind wir gleich. Und eigentlich müsste da oben gleich irgendwo noch Schnee liegen. Weil es hat ja ganz schön viel geschneit, ja. Und Koblenz ist natürlich jetzt so eine Stadt, die nicht gerade hoch ist. Also viel Schnee ist da nicht. Und, oh, also 100 ist schon kalt. Also, ich will gar nicht wissen, wie sich mein Handy fühlt. Aber da passiert nichts. Alles gut. So, je schneller ich fahre, desto schneller bin ich da. Guckt euch doch mal an, wirklich, das ist doch hässlich jetzt. Ey, das war so schön im Sommer, aber naja. Fahren wir nochmal lang, wenn die Sonne mal richtig draußen ist, Leute. Ah, so ein Döner? Auch geil. Aber ich habe eben gegessen, ich darf nicht so viel essen, ey. Ich werde immer dicker hier. Das darf doch nicht sein, okay, es war Weihnachten und so weiter, aber ich muss hier ein bisschen aufpassen mit dem Essen. Und in den Kurven muss ich auch aufpassen. Weil das richtig glatt ist. Eben habe ich aber so eine kurze, so einen Zucker gehabt. Kennt ihr ja, ne? Hat man ja mal und ich hatte es eben. Deswegen weiße Linien aufpassen. Aber hier, Leute, die Reifen, die original hier drauf sind, die sind richtig gut. Die würde ich mir wirklich nochmal kaufen. Das sind Michelin City Grip. Ja, die sind jetzt vielleicht für so Touren jetzt nicht unbedingt ausgelegt, aber ernsthaft, die sind echt gut. Falls ihr da auf der Suche seid, könnt ihr die euch mal ein bisschen näher anschauen. So. Ah, hier, das ist ein Kloster, Leute. Das ist ein Lost Place. Also ich kenne jemanden, der war da drin. Ja, ich kenne einen. Der war auf jeden Fall mal da drin. Ne? Man darf da nicht rein, auf gar keinen Fall. Das ist nämlich abgesperrt. Aber ich kenne einen, der war drin. Und der hat mich gedanklich mitgenommen. Und das war richtig interessant. Da sind immer noch so die Vorhänge drin, ne? Von den ganzen Betten und so. Also schon gruselig, ohne Quatsch. Und sehr interessant. Da habe ich irgendwo auch noch Aufnahmen. Oh, ich muss auch hier rein. So. Also jetzt war ich hier noch nie. Naja, mit Google Maps kann nichts schief gehen. So Leute, da oben ist Schnee. Da hinten ist alles weiß. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil die Kamera sehr weitwinklig ist. Aber
Da hinten ist Schnee. Wir haben jetzt auch 0 Grad. Es wird schon eisig kalt, sage ich euch. Ohne Quatsch. Also man merkt das. Ne? Der eine Grad, das ist, also das merkt man auf jeden Fall. Oh, da will ich hin. Ich will Schnee. Jawohl. Jetzt, hier ist Schnee. Wir kommen, der ist, oh. Oh, ich muss hier rein. Schnee, juhu. Es wird kalt, es wird kalt, es wird kalti kalt. So, das sieht schon nach Winter aus. Mega geil. Das ist so ein richtig cooles Feeling. Normalerweise hätte man jetzt im Auto die Sitzheizung an und so, ne? Jetzt hänge ich hier wie ein Vollpfosten. Eiskalt. Und ich muss sagen, jetzt so nach 30 Kilometern, die Fingerkuppen sind schon kühl geworden, gell? Also es ist schon, geht noch, klar, aber man merkt schon, ne? Okay. Hier ist der Aussichtspunkt. Boah. Wahnsinn. Wow. Aber natürlich sehr diesig, ne? Ich steig mal aus. Ich steig mal ab. So rum. Ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen hier. Mache noch ein Foto und dann fahren wir weiter. Päuschen gemacht. Und weiter geht's. Es ist wirklich eiskalt. Auf jeden Fall. Also man kann sich da so dick einpacken, wie man will. Was ist denn jetzt? Ich hab, oh nee. Weißt, wisst ihr, warum es so kalt ist? Weil meine Jacke offen ist. Ich muss die Jacke zumachen. Oh mein Gott, ich halte hier an. Alter Schwede, das ist doch hier nicht mehr normal. Oh, erstes Mal das Zeichen gesehen. Minus. Oh mein Gott. Oh, mit den dicken Handschuhen hier. Oh. Ja, bin ich jetzt zu dick oder? Oh ne. Okay, die Leute da im Auto haben im Kopf geschüttelt. Ja, ist ja nicht normal hier, ne? Also, ich mache ja alles für euch, gell? Aber nochmal so eine Wintertour, muss ich mir überlegen. War das schon heavy, ey. Ohne Quatsch. Alter Schwede. So, da ist der Roller wieder cool. Oh, hier ist so eine Rinne. Ah, noch alles gut gegangen. Oh. Immer ist voll süß, so die Kinder, wie die dick angezogen sind. Hier kann man auch noch Schlitten fahren. Cool. Echt. Also für Kinder ist das hier echt cool. Wenn du neu auf dem Kanal bist, wirst du sofort diesen Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben, weil mir brechend kalt ist. Das gibt es nicht, alter Verwalter. Also meine Zehen fühlen sich an wie Eiswürfel, ja? Meine Finger gehen, die fühlen sich eher so an wie, ja, so wie wenn man Hackfleisch auftaut und da ist noch, die Mitte ist noch leicht gefroren. So fühlen die sich an. Also noch okay. Alter Schwede, also hier ist es wirklich winterlich. Wenn wir jetzt mal Koblenz vergleichen mit, ich sag jetzt mal, Boppard, oberhalb von Boppard, ah, die Autobahn. Ist das hier schon? Das ist doch hier nicht mehr normal. Oh, da ist einer mit dem Fahrrad. Alter Schwede. Dem winke ich mal. Cool. Hier an die Motorradfahrer. Der winkt, ihr nicht. Boah, ist das geil. Leute, guckt euch das mal an. Ey, geil. Naja, gut. Ich meine, ich bin hier am Rumflennen und so weiter. Aber Leute, der Weihnachtsmann ist auch immer unterwegs. Aber ich bin ja nicht so ein Einbrecher wie der. Oh, ich habe jetzt gar nicht mehr aufs Handy geguckt. Ach, Gott sei Dank bin ich noch richtig. Oh, geil. Also, mir gefällt's hier. Das sieht so geil aus. Ich sag mal so, es müsste so aussehen und dann 30 Grad draußen sein. Mega geil. Ja, wie fahrt ihr denn? Seid ihr denn schon mal so bei so einem, bei so einem Wetter gefahren? Viele natürlich ja, die neu sind, natürlich ja noch nicht, weil ja, ihr habt den Lappen ja noch nicht so lang. Und ja, auf was achtet ihr denn da so? Das frage ich mich schon die ganze Zeit, weil ich achte darauf, dass mir warm ist, dass es nicht nass ist, also es ist leicht feucht, ist ja klar. Aber sonst bin ich da sehr entspannt. Und alles andere ergibt sich da meistens, ne? Man kann sich ja immer gut anpassen.
Und ja, also ich fahre jetzt 100. Leute, bei 0 Grad 100. Alter Schwede, das fühlt sich an, als wird eine Schneewolke auf dich pupsen. Ey. Das ist doch nicht mehr normal. Das fühlt sich an wie Eispray. Also ohne Quatsch, es ist schlimmer, wenn du jetzt auf den Bus warten müsstest und stehst dann an der Haltestelle. Doch, das ist auf jeden Fall schlimmer, als jetzt hier zu fahren, ehrlich gesagt. So, wir fahren jetzt auf den Flugplatz Winningen, also an den Flugplatz Winningen. Und bis dahin fahre ich noch 30 Minuten. Und das ist ein gutes Stück, wie ich finde, bei den Temperaturen. Und da bin ich mal gespannt, wie es da so wettermäßig aussieht. Wir fahren jetzt wieder, also ins Tal und dann wieder bergauf. Und ja, jetzt haben wir hier Winter, wir haben scheiß Winter und dann haben wir wieder Winter. Und mega geil. Ey, mein Pinlock-Visier beschlägt gerade ganz leicht. Was ist denn da los? Ach ja, so ein schönes Panorama. Hammerhart. Richtig geil. Gefällt mir echt gut. Wie sieht's denn bei euch aus? Wie ist denn bei euch das Wetter? Ist bei euch, sage ich jetzt mal, oft Schnee oder wohnt ihr eher ganz, ganz tief im Flachland? Und ja, habt ihr euren Roller eigentlich angemeldet oder abgemeldet über den Winter? Das interessiert mich eigentlich auch mal. Jetzt wird die Sicht auch schon deutlich schlechter, ne? Also sehr, sehr neblig. Natürlich dementsprechend auch sehr gefährlich, ne? Und jetzt habe ich mir eben auch gedacht, dadurch, dass ja sehr wahrscheinlich, also es wurde ja auch Salz gestreut und so weiter, dass ich den später noch einmal kurz abstrahle und dann erst nach Hause fahre. Ach du Scheiße, mit kurzer Hose ist der joggen. Oh, das Auto habe ich ganz spät gesehen. Ach du Scheiße, mit kurzer Hose, der war schon weit über 50. Ach du heilige Scheiße. So. Es könnte gut sein, dass ich meine Linse von der GoPro sauber machen muss. Nimm's mir nicht übel, wenn die jetzt schon verschmutzt ist die ganze Zeit. Aber daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht. Mein Visier wird nämlich gerade sehr dreckig. Ich glaube, es ist leicht am Schneien. Ich weiß es nicht genau. Boah, guckt euch mal die Strecke an. Ach du Herrjemini! Das gibt einen Spaß! Okay, 25% Akku. Es wird hier weniger Schnee, komischerweise. Ich gucke jetzt mal, dass ich jetzt diese kranke Strecke hier schnell vorbei klatsche, natürlich in einem humanen Tempo, damit ich dann irgendwann, wenn ich dann unten bin, den Akku mal tauschen kann, weil 25% sind nicht viel. Und bei den Temperaturen, also die Temperaturen zerren auch sehr am Akku. Ihr müsst überlegen, die Kamera ist jetzt hier ja ziemlich, ja, die ist eigentlich direkt frontal der Kälte ausgesetzt, ne, und in dem Wind und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, ich filme das jetzt einfach hier durch, die Strecke nach unten, und dann könnt ihr euch das ein bisschen anschauen, und wenn nicht, spult ihr einfach mal, keine Ahnung, ein Minütchen vor oder so. Okay, hier sieht es wieder, also jetzt kommen wir an die, also wir waren jetzt eben an der Rheinseite und da unten ist die Mosel. Ja, also das ist noch ein gutes Stück, aber ja, es ist halt echt cool, wenn man nah am Rhein und an der Mosel wohnt. Koblenz, ja, die zwei Flüsse kreuzen sich da ja auch. Und finde ich richtig schön. Also hier gibt es so schöne Ecken. Leute, ihr müsst nach Koblenz ziehen. So, okay. Jetzt muss ich sagen, jetzt sieht es wieder herbstlich aus hier. Ne? Ist wieder total hässlich und meine Laune ist für den Arsch. Mir ist eiskalt. Spaß macht keinen hier. Immer ein bisschen aufpassen. Ne? Es kann ja sein, hier die Bitumen, die Linien hier, womit die Fugen ausgießen, sehr, sehr glatt, wenn die feucht sind. Ja? Die ganzen Anschlüsse von den Asphaltkanten, ne? Wenn die von neu auf alt, da ist da meistens ein Hubbel drin, da müssen wir immer aufpassen. Da war es jetzt sehr hart. Oh, die Kurve hier ist heavy. Was ich jetzt machen will, ist einfach mal einen Bremstest. So, ich drücke jetzt die Hinterradbremse bei 60. Okay. Ich kann es mit einer Hand, okay, steuern, ja. Es dauert natürlich sehr lange, weil, also wenn das sehr lange dauert, dann ist es hier auch sehr glatt. Jetzt Vorderbremse bei 50.
Oh ja, wow. Übelst sicher, ne? Man hat gemerkt, dass man ziemlich weit rutscht, aber dann löst die Bremse wieder, ja, ist ja das ABS. Wow, also wirklich, also da fühlt man sich auf jeden Fall sicher. Sicherer. Wahnsinn. Ja, gut, dass man das hat. Ich meine, muss es ja nicht provozieren, aber für Notfall, hier, jetzt, das ist jetzt eine sehr gefährliche Situation gewesen. Ich habe die Kurve unterschätzt und bin jetzt zu weit rausgefahren. Da muss ich jetzt ein bisschen drauf achten und ich muss jetzt hier ein bisschen mehr mit der Linienführung hier, bisschen mehr drauf achten. Hier auch ein bisschen aufpassen, sehr wellig, sehr feucht. Ne, das ist jetzt gut, dass hier kaum Autos unterwegs sind und ich muss etwas langsamer machen. Ne, das ist natürlich, wenn man jetzt so am Reden ist und so weiter, ne, das lenkt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ab. So. Oh, da waren Steine auf der Straße. So, schön langsam, gediegen. Ne, die Kurve drückt einen immer nach außen, das ist ganz normale Physik. Und bei dem Wetter, gut, jetzt nach dem Bremstest mit der Hinterradbremse, ne, also... Da weiß man dann, okay, wenn es jetzt hart auf hart kommt, ne, man könnte sehr weit rutschen, man hat einen sehr langen Bremsweg, aber vorne, lecco mio, also sehr gut. Hier die Kurve und langsam. Ah, mit 45 kann ich die nehmen, okay. So. Da ist ja schon die Mosel, Leute. Das Video wird sehr, sehr lang sein, ja. Und ihr müsst auf jeden Fall zu Ende schauen. Nehmt euch da nichts vor. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Sehr viel Spaß. So, ich fahre jetzt hier unten mal an so einen Seitenparkplatz. Ich war schon öfters hier unten. Und ja, dann tue ich mal. Nein, dann wechsle ich mal den Akku der Kamera und trink gemütlich was. Dann die Wiese bewässern eventuell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier ist der Waschplatz. Mal gucken, ist was frei? Natürlich nicht. Zum Kotzen. Ja, dann chillen wir hier noch ein bisschen. Ich gehe mal Geld wechseln und dann sprühen wir den mal gemeinsam ab. Nach gefühlt einer Stunde bin ich jetzt endlich mal dran hier. So, dann schäume ich den Kleinen mal ein, aber die Sitzbank, die spare ich aus. Das hat jetzt lang gedauert, ey. Jetzt ist er sauber. Und die Sitzbank habe ich auch nicht ausgespart. Die ist so nass geworden. Naja, jetzt ist sie trocken. Leute, ich habe den Tag geschafft. Ihr habt ja gesehen im Zeitraffer, wie ich den Kleinen hier gewaschen habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffentlich habt ihr ein Lächeln ins Gesicht bekommen. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Leute, bald kommt der Sommer wieder. Und dann können wir alle wieder Roller fahren. Und so lange werde ich für euch Roller fahren. Und ja, falls ihr noch Wünsche habt, Anregungen, gerne unten in die Kommentare. Und wir schreiben, Leute. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ja, ein schönes Wochenende, eine schöne Arbeitswoche. Und bis bald. Peace.